Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Wir sind wieder hier im, ist das ein Garten? Ich weiß gar nicht. Oh, wir haben die Blume noch nicht. Was hast du da gefunden? Hier, Johanniskraut. Oh, es beschützt dich, wenn du in die Stadt gehst. Das muss ja starkes Zeug sein. Ja, das ist eine sehr gute Blume. Sie steht dir gut. Danke. Das ist eine sehr gute Blume. Okay, wir haben eine Pause gemacht. Kurz bevor wir in die Bibliothek, glaube ich, sollten, ne? Und wir sollen jetzt zu Melly und das machen wir auch. Genau. Und die steht ja hier. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung, werden wir. Rosen, okay. Oh, wow. Kapitel 9, im Schatten des Walds. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Erste Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Okay. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Oh oh, also müssen wir vorsichtig sein. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Eieiei. Ne? Hä? So. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Nö. Wir sind ja auch noch nie gestorben. Das wird schon. Viel Glück. Dir auch. Ich habe das Blümchen nicht mehr im Haar. Nein. Oh Gott, wir werden zugrunde gehen. Ich finde die Universität. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Das wird die Mistkerle. Was haben die nur vor? Ich habe erstmal die Taste gar nicht mehr gefunden. Jetzt ist die Frage, geht's da lang? Ja. Aber da geht's nicht weiter. Also gibt's hier vielleicht irgendwas. Aha! Was wir mitnehmen können. Okay. Na, immerhin. So. Oh, jetzt darf uns niemand entgegenkommen. Huch. Jemand hier? Nee. Da drüben, das muss die Universität sein. Ach du Scheiße. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Machen wir jetzt hier einen auf Assassin's Creed oder was? Gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Aber wir hören nicht auf, uns umzuschauen, ob wir noch irgendwas Interessantes hier entdecken. Was uns hilft, uns selber ein bisschen. Letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Schau gut! Wir machen neuen Passagen. Lasst die Teller stehen und
gesamte Bourgeoisie. Okay. Da kommen wir auch runter. Hier kommen wir aber auch runter. Hatten wir nicht irgendwie... Nee, das nicht. Ich habe die Taste vergessen. Wir können uns doch auch bessere Sachen bauen, ohne dass wir an der Werkbank hängen. Ich habe die Taste vergessen. Es wird auch ohne funktionieren. Gibt hier noch irgendwas? Nein. Macht das Sinn, hier so zu laufen? Ich weiß es nicht. Da können wir nichts machen. Die können wir weglocken und das waren doch Ratten, oder? Ach, guck mal, was hier so liegt. Sehr gut. So. Das ist auch schon voll. Vorsicht! Inquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Na, großartig. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Eieiei. Entzündet Glut. Wobei ich nicht weiß, was ich... Oh Gott. Wahrscheinlich... Ja. Muss ich jetzt warten, dass der da vorne steht. Und dann komme ich an ihm vorbei. Aber, warte mal. Was ist denn denn... Oh, wir haben hier auch sowas. Das finde ich auch gut. Das nehmen wir mal. Aber... Komme ich nicht an... Oh. Jetzt auf einmal kann ich die nehmen, okay. An die komme ich partout nicht vorbei, ne? Okay. Oh. Das nehmen wir auch noch mit. Oh shit, da kommen wir gar nicht weiter. Das ist ja ungünstig. Ah, jetzt habe ich Schiss. Ja, der kommt nämlich jetzt wieder. Mach das aus. Aha. Oh. Gar nichts passiert. Der hat mich auch nicht gesehen. Oh, scheiße. Sag mir nicht, wir brauchen da hinten auch so einen Stock, der jetzt da hinten ist. Was? Oh! Oh Gott. Ah, nichts. Oh, scheiße. Okay. So. Okay. Erstmal safe. Oh Gott. Kann ich da rein? Nee. Lass mich in Frieden! Haut ab! Scheiße. Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Diese Verdammte weiß genau, was Senor Nikolas mit Plünderern anstellt. Der rote Mönch sitzt warm und trocken in seiner Bastion. Und alle anderen machen das gleiche. Meinetwegen, aber halt mich aus deinen Plündergeschichten raus.
Okay, lass mich kurz überlegen. Huch. Also, ich könnte ihn hier hinlocken. Ich weiß aber nicht, hier sind die ganzen Ratten. Ich weiß nicht, ob das Licht reicht. Aber er bewegt sich auch einfach gar nicht mehr. Wir versuchen es einfach mal und gucken, wie weit das Licht... Das Geräusch, das kam doch von da drüben. Ja. Die Ratten weg dann? Oh ja. Aber... Ich würde mal sagen, nicht lang genug, ne? Was ist das? Ja, sag ich doch. Wie war das mit dem Nichtsterben? Okay. Aber wie soll ich ihn denn... Ja, das finde ich ja ein bisschen verzwickt. Also ich könnte ihn hier hinlocken. Ah! Aber so komme ich ja trotzdem nicht hier drüber. Hallo? Ich... Ach, jetzt kann ich keinen Stein auswählen, weil ich den Stock habe. Okay, warte. Dann machen wir es anders. Weg, 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 weg. So. Fällt dir auch überhaupt nicht auf? Lass los. Danke. Ja, auch das fällt nicht auf. Was? Nein! So, der kommt ja nicht hinterher, ne? Nein. Okay. Aber was ist mit Vaters Sachen? Du hast doch gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Lass es euch hier! Wir kommen später wieder! Oh oh. Ist das überall so? Das ist sehr vielversprechend. Hallo? Ah ja, das nehmen wir doch gerne mit. So. Tier hoch. Und hier kommen wir noch runter. So. Und hier kommen wir noch an schicke Sacken vor allen Dingen, an schicke Sachen dran. Den kriegen wir nicht ohne Grund. Ah ja. Was ist denn hier so? Mhm. Okay, ich könnte da jetzt runter. Aber ich komme da nicht mehr zurück. Andererseits weiß ich auch nicht, ob ich hier wieder zurückkomme. Müssen wir mal ausprobieren. Guck mal, da ist da noch ein Pferd. Njam, 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 njam. Also bis da hinten komme ich nicht. Ah, guck mal hier. Oh ja, sehr gut. Das nehmen wir auch. Oh! Oh nein. Scheiße, habe ich mich jetzt erschrocken. Oh nein, ich habe nicht mehr aufs Licht geachtet, Mann. Oder war das nur so kurzzeit? Wir sind wieder hier. Okay. Oh, das habe ich dezent übersehen. Okay, wo waren die Stöckchen? Da waren die Stöckchen. So. Und dann einmal nochmal hier hin. Mhm.
Und dann... Stein. Was ist das für ein Geräusch? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, du musst da mal gucken. Es geht da nicht mit rechten Dingen zu. Oh! Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Ja, ja, ja. Sehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Lass uns doch hier. Wir kommen später wieder. Ist das, das überall ist so? Echt schon hart. So, also wir können da hinten noch Sachen holen. Aber wie komme ich denn wieder zurück? Also ich probiere es nochmal. Die läuft ja auch sehr schnell. Ah, da sind Stöckchen. Okay. So. Truhe aufmachen. Nein. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und anmachen. Und wieder zurück. Okay. Dann funktioniert das. Okay. Und runter. Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin. Aber immerhin lebe ich noch. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein, das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul. Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott. Anna, ich bin ansteckend. Geh fort von hier. Hör auf ihn. Verzieh dich. Sofort. Oh, Herr! Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Mhm. Was denn dann? Ich meine, das suchen die Leute sich doch nicht aus. Echt? Oh, Gott. Guten Tag. Tut mir leid. Er ist doch schon tot. Gibt hier was? Nein. Oh! Der gehängte Helm? Oh nein! Ah, da kam also der Lärm her. Diese verfluchten Ratten haben sich schon auf... Wann nimmt das endlich ein Ende? Oh, da hinten liegt was. Na toll. Egal. Hier muss es doch etwas geben, das sich für mich lohnt. Hier ist ja überhaupt nichts. Geht da jetzt die Treppe rauf? Sie wurden alle hingerichtet. Ach du Scheiße. Ich wollte nochmal runter. Ist der immer noch hier? Ich sehe ihn nicht. Ja, da hinten ist er noch. Okay. Okay, der sucht noch. Ist hier echt nichts mehr? Hä, da war da noch irgendwas. Da waren nur drei Sachen da unten. Ach, da oben. Scheiße. Der sucht da noch. Okay. Ah, auch schon. Okay. Ja, ja. Dann hauen wir jetzt ab.
Oh Mann, wo ist denn die Universität? Haben wir Vollmond? Natürlich. Vielleicht kommen Werwölfe. Das ganze Land geht vor. Verschlossen. Die Leute sind nicht nur alle krank, sondern auch arm. Mhm. Das ist ja echt furchtbar. Mein Gott. Die könnten sich ja auch mal viel mehr anstrengen, die Leute, dass die nicht so arm sind, ne? Also. Wie sagt man so schön, deine Armut kotzt mich an? Echt. Manche Leute. So, da kommen wir auch nicht weiter. Okay. Huch. Oh, man hört sie doch schon wieder. Da steht einer. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Oh, lassen wir jetzt hier ein paar fallen? Ja. Gut. Boah. Ganz ruhig. Denk an Hugo. Du machst das für ihn. Hallo. Ah ja. Ah. Ups. Ja, weiß ich auch nicht. Oh, oh. Oh nein. Gibt's einen Rekord im Sterben? Scheiße, Mann. Okay, also. Einmal bitte. Der hat mich doch jetzt nicht gesehen. Muss ich jetzt wieder hier rein? Ich versteck mich. Mmh. Oh, ist das toll hier. Mmh. Hau da mal ab. Nein, gar nichts. Genau. Das Geräusch. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Nee, ich auch nicht. Kann ich dich nicht nur... Oh. Habe ich nicht nur einen Topf? Das war nicht weit. Scheiße. Okay, warte, warte. Ah, nein, nee, nee, nee. Jetzt guckt er auch genau dahin. Warte. Das findet er nicht so spannend, okay. Es ist die Frage, ob das irgendwas Wichtiges ist, was wir brauchen. Und ich gehe schwer davon aus, dass wir es brauchen. Verdammte Axt, wie kriege ich den Typen denn jetzt da weg? Er schafft die Ratten... Ah, guck mal hier. Das finde ich sehr großartig. Moment. Ja, komm. So. Blöd, Mann. Ach, guck mal, das können wir alles gebrauchen. So.
Einen Stopp brauchen wir jetzt nicht wirklich. Sei denn, die kommen jetzt hier hoch. Nö. Ja, komm, wir nehmen ihn mal mit. Okay. Was ist da unter? Oh, nicht hin. Oh, das klebt. Hier geht. Ich muss an meinem Glauben festhalten. Ja. An meinem Glauben festhalten. Ja. So. Ach, jetzt. Wie kann ich das nochmal fallen lassen? Scheiße. Ah, okay. Was gehört. Also ich nicht. Nein, nichts. Gar nichts. Sag ich doch. Nee, nö. Oh, jetzt kann ich den Stock nicht mehr nehmen. Na, großartig. Aber, oh, was sehen denn meine Augen da? Oh, ist das jetzt dein Ernst? Aha, okay. Entschuldigung, lasst euch nicht stören. Ich bin gar nicht da. Mm-mm. Ich hoffe, der schläft noch. Ja. So. Hat die einen? Ja. Wozu brauche ich auch einen Stock? Keine Ahnung. So. Weg da. So, was haben wir da Schönes drin? Oh ja, oh ja, oh ja, das können wir alles gebrauchen. So, schmeiß weg. Genau. Hol dir einen neuen. Und wieder zurück. Okay. So, dich kriegen wir. Irgendwie abgelenkt durch Töpfe. Da vielleicht? Ja, weiß ich auch nicht. Solltest du echt mal gucken. Irgendwas kann da doch nicht stimmen. Oh Gott. Nichts. Ja. Oh, geschafft. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. Eieiei. So. Schade, der wurde so angeleuchtet. Ich dachte, das könnte was sein, aber nicht für uns. Die Universität. Na bitte. Weiter. Wir sind genauso weit entfernt wie anfangs. Ich finde, da tut sich überhaupt nichts an der Entfernung. Der Friedhof. Er liegt auf dem Weg. Ach nö. Bist du wirklich da lang, Amicia? Lass mich überlegen. Den gar nicht anmachen? Ich muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Inmitten von Ratten einen Weg freimachen. Lenke den Strahl mit A. Ah! Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Aha, aha. Oh. Moment. Entschuldigung. Ich muss genau da mal hin. Und dann
So. Da kommen wir ja sowieso nicht durch, ne? Ich kann ja nochmal gucken, aber... Verschlossen. Wenn Melly jetzt hier wäre. Hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben. Weiß nicht. Vielleicht den hier. Lichtstrahl kann also freimachen oder blockieren. So, oh Gott, eine Werkbank. Ja. Und wir können nichts machen. Boah, okay, das ist hart. Haben wir hier nicht noch irgendwas? Oh. Nein. Nee, nicht jetzt. Okay, das Leder hat uns irgendwie auch nicht viel gebracht. Doch, doch. Ah, hier, der Beutel. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was es einem bringt, aber irgendwas wird es definitiv bringen. Und summa summarum müssen wir ja eh alles... Was dabei? Was Wertvolles? Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu was. Los. Ja, ich habe schon eine Idee. Was zum Teufel? Das wird dich lehren. Entschuldigung. So, aber wo müssen wir denn durch? Ah, wir können da durch. Ein Fenster, so. Perfekt. Ah ja, brauchen wir gar nichts machen. Oder? Doch. Ach, ja, okay. Geht da mal weg. Dankeschön. Mich würde ja mal interessieren, warum die Ratten so viel, also dass die Angst vor dem Licht haben, vielleicht, weil sie kommen aus dem Untergrund, aber irgendwann, Ratten sind ja nicht doof. Irgendwann würden sie ja merken, dass das Licht nicht schlimm ist. Magister, das Episanguis. Mal sehen. Perfekt. Darf ich fragen, wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odins. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war für, nennen wir es, bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Episanguis. Okay. Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Ja, lauf hinterher. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Noch mehr Tote. Da können wir aber nicht reinfallen, ne? Nein. Gut. Das wäre ja auch ungünstig. So. Aha. Warum seid ihr so aufgeregt? Oi, okay. Sieh mal einer an. Oh. Okay,
Okay, das dürfen wir uns wahrscheinlich jetzt gleich holen. Aber ist voll voll. Achso, hier kommen wir ja eh nicht weiter. Okay, dann müssen wir das wahrscheinlich holen, um selber Alchemie zu machen. Guten Tag. Also das ist Epifangul. Gut. Epifangul und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermalen. Mhm. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Oh, ich bin ein bisschen doof, ne? Das wird mir das Leben. Hoch. Ich bin auch so doof.